Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zur perfekten DLC-Kolonie. Bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, ihr habt sicherlich alle schon drauf gewartet. Es ist mal wieder passiert. Ich habe ein paar Schleusen definitiv zu sehr gefüllt. Ja, was soll ich sagen? Muss ich mir mal gucken, mal überlegen, wie wir das hinbekommen. Ja, dass wir hier das Rohöl wieder rausholen können oder zumindest Teile davon. Schauen wir mal. Erstmal müssen wir das auf jeden Fall stoppen und bremsen. Dann würde ich gerne endlich mal an der Rakete weiterbauen. Das ist ja nun schon lange, lange her, dass hier überhaupt was passiert. Das erste oder das nächste, was wir machen, ist einen kleinen Feststoff-Oxidator-Tank. Den können wir aus Eisen bauen, aber ich überlege gerade, ob wir den nicht besser aus Stahl bauen, dass wir immer alle Sachen der Rakete aus Stahl bauen, wenn wir sie dann mal irgendwo zerlegen. Weil wir Stahl brauchen, dann haben wir es. Ist vielleicht die bessere Variante. So, hierauf kommt dann unser Raumfahrermodul. Ebenfalls aus Stahl. Dann haben wir 4, 6, 10 Höheneinheiten weg. Ja, für die erste Rakete, die ja uns Datenbanken erstellen soll, würde das ja theoretisch reichen. Da brauchen wir gar nicht mehr. Da kommt noch ein Nasenkonus drauf und fertig. Dann wollte ich mal in der Forschung schauen, ob wir die Oxylit-Geschichte schon machen können. Ich weiß gerade gar nicht. Warum mache ich mir das immer so schwer? Ja. So glaube ich, ne? Nee. Ach, da ist sie. Okay, die haben wir tatsächlich schon. Sehr schön. Dann werden wir gleich auch mal beginnen, Oxylit zu produzieren. Da können wir auch unseren Sauerstoff hier endlich mal für nutzen. Und ihr hattet recht, wenn ihr geschrieben habt, irgendwas stimmt mit unserem Sauerstoffraum nicht. Unsere Wasserstoffleitung ist voll. Aber Moment. Jetzt haben wir nicht das Problem, was wir da hatten, das von oben nicht weiter geflossen ist. Jetzt haben wir das gleiche Problem hier. Das heißt, hier brauchen wir einmal Prio 8. Schließen das da an. Und dann wird das Ganze auch gleich wieder fließen. Das tut sie jetzt kurzfristig auch schon, weil wir die Verbindung zum Eingang gelöst haben. Hier haben wir Gott sei Dank eine... Mensch, wie heißt das? Ein Filter noch? Weil ich sehe schon, hier ist ein bisschen Sauerstoff dazwischen. Ja, sollte aber dann gleich wieder passen und dann wird das hier auch wieder ein bisschen besser funktionieren. Mit dem Sauerstoff, das da wieder produziert wird. Dankeschön für den Kommentar. Das wäre mir höchstwahrscheinlich längere Zeit nicht aufgefallen. So, wo waren wir? Wir waren bei der Oxylit-Raffinerie, genau. Da müssten wir hergehen und mal überlegen, wo wir das Ganze machen am besten. Gut wäre es ja eigentlich, wenn wir das hier oben irgendwo erledigen. In der Nähe des Bereichs, wo wir die Raketen haben. Also beispielsweise wäre hier gar nicht so ein schlechter Ort dafür. Da es Kommentare gab bezüglich der Ziegel, warum ich hier normale Ziegel gemacht habe. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen vorweggenommen, aber mein Plan ist auf Dauer, dass wir hier unterhalb von diesem Bereich isolierte Ziegel haben. In diesem Bereich soll Wasser bzw. Dampf sein und wann immer die Raketen starten, erhöhen die den Dampf und da würde ich dann gerne die Temperatur rausziehen und eine Dampfturbine mit antreiben. Deswegen, das ist alles noch nicht final, das sollte nur schon mal gebaut werden und dann schauen wir nochmal, wie wir das genau umbauen. Das jetzt aber nur mal vorweg, weil die Frage aufkam.
So, als Material haben wir hier oben, glaube ich, mafisches Gestein durchaus. Da können wir dann... noch einmal das hier bauen. So, die Oxylid-Raffinerie ist, glaube ich, unter Veredeln zu finden. Genau, ich hätte auch einfach danach schauen können, ob wir sie schon haben. Ne? Das wäre auch einfacher gewesen. Bauen wir die mal dorthin. Jetzt muss ich wieder raten, wo das Material rausfällt. Ich glaube dort an der Stelle. Dass wir da eine Wägeplatte hinbauen. Mit der wir das Teil steuern. So, Sauerstoff holen wir uns von... von hier. Was war das für eine Leitung? Achso, für Erdgas, okay. Werden wir gleich noch ein bisschen hier umändern. So. Dann werden wir für das Ganze ein bisschen Strom brauchen. Ne, eigentlich sollte das gehen, dass wir die Leitung da durchlegen. So, Strom, wir waren beim Strom, genau. Wo holen wir uns den her? Wir müssten eigentlich noch wieder einen neuen Kreislauf für machen. Haben wir hier noch einen offen? Nee, haben wir nicht. Wir haben aber hier das starke Leiterkabel. Da können wir theoretisch hier einen neuen Stromkreis erzeugen. Dafür bauen wir hier mal ein paar Ziegel. Legen das Kabel um, dass wir das... ach, Mist. Dass wir das hier dann für Transformatoren benutzen können. An der Stelle hier bauen wir eine Leiterverbindungsplatte, dass wir daraus dann einen Raum machen können. So. Transformator nach dort, eine intelligente Batterie daneben. So, Leiterkabel können wir gleich erst bauen, wenn das obere Kabel fertig ist. Dann können wir nämlich das untere zerlegen wieder. Ich glaube, das ist jetzt der Fall. So, Leiterkabel. Kabelbrücken. Ja. So, hier oben rein soll dann Rohöl. Achso, noch was. Ich wollte... ne, Quatsch, das können wir jetzt erstmal wieder lassen, dass wir da Rohöl sammeln. Weil wir produzieren halt momentan gar kein Petroleum, gar kein Plastik. Das ist halt sehr... ja, wie soll ich sagen? Optimal ist das nicht.
weil da eben auch nicht viel rauskommt. Ich würde jetzt erstmal gleich auch schauen, dass wir... Ja, wie machen wir das denn? Setzen wir den hier einfach daneben? Ja. Dass wir Rohöl überall aufwischen und das dann da wieder reinbringen, dass wir hier mehr Petroleum herstellen. Dann würde ich hier gerne noch was umbauen. Wie machen wir denn das? Eigentlich ziemlich... Naja, ziemlich simpel nicht, aber auch nicht so kompliziert. Nämlich, wir gehen einmal hier ran. Machen das mit einer Brücke. Das heißt, wir füllen erst diesen Container mit Petroleum und wenn der voll ist, dann geht es erst in den anderen und mit dem erzeugen wir hier Plastik. Das hier wird der sein, mit dem wir unsere Rakete tanken. Und dafür können wir dann auch mal die Leitung schon bauen. Müssen wir gerade mal schauen, wie wir das denn am geschicktesten machen. Ach, Herr Jemine. Ich sehe schon einen Weg, aber... Also, gehen wir einmal hier rein. Dann gehen wir hier durch. Und dann sind wir da. So, können hier rüber. Hier rum und dann da nach oben. Ja. So, den hier stellen wir jetzt auf Rohöl und auf 7 und stellen aber nicht die Autoabfüllung ein, weil sonst würden wir es da immer rausholen und wieder darunter bringen. Das wäre ja totaler Quatsch. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wie wir das hier mit dem Aufwischen noch ein bisschen besser hinkriegen. Ich sehe gerade, wir kommen da jetzt gar nicht mehr durch. Brauchen wir da einmal eine Leiter. Hier füllen wir auch Rohöl ein. So, und... Wenn wir jetzt hier gleich einmal den Ziegel hinbauen, am besten, wenn gerade auch Duplikanten hier oben sind. Können wir nämlich hier ein bisschen wischen. Das Wader ist doch immer gut im Bauen, oder? So, und jetzt sollte gleich Folgendes passieren. Genau. Der Ölpegel steigt hier und wir können wischen. Und wir haben hier zum Beispiel noch morphisches Gestein. Dann bauen wir jetzt da nochmal einen rein. So, wir wischen nochmal und das Gleiche machen wir dann hier. Aber Tom macht es bitte von da aus. Oder du machst es. Ja, so schlimm wird es nicht werden. Keine Sorge, ihr dürft wieder rechtzeitig zurück. Also wahrscheinlich. So, und... Oh.
Hier war ich jetzt zu langsam. Das ist mir eigentlich immer noch zu viel, aber sowohl der jetzt halbwegs mit Leben. Ist immer noch ein bisschen Verschwendung gewesen, aber es ist nicht mehr so schlimm, wie es vorher war. So, hier räumen wir noch mal alles raus. Eigentlich können wir das gleiche hier machen. Bleibe ich am besten mal eben dabei, damit nicht das gleiche nochmal passiert. So, eine Ladung noch, dann haben wir genug. Jetzt brauchen wir noch in diesem Raum einen automatischen Räumer, der das Teil mit Gold versorgt. Und für den Beginn machen wir hier mal rein einen Lagerbehälter, den wir manuell befüllen. Wie viel Gold haben wir hier eigentlich? Das ist halbwegs überschaubar. Wir haben hier nicht zufällig Kupfer und... Ah doch, wir haben hier einen Goldvulkan. Okay, dann müssen wir den auf jeden Fall nutzbar machen. Wir haben ja aber weder die Ressourcen... Ach, wir machen das einfach ganz simpel. Der wird dann schon irgendwann in eine Ruhephase kommen, dass wir dann das Ganze drumherum bauen können. Okay. Ich hatte gedacht, er wäre gerade in einer ruhigen Phase. Wir könnten es vielleicht noch mal eben versuchen, aber versuchen fällt dann wohl aus. Sorry, Matt Pelle. Hast du schon irgendwo? Ne, hast du nicht. Oh. Wir haben keine Erde mehr für dich. Das sollten wir aber ändern können. Naja, Erde gibt es hier schon. Noch reichlich. Und die ganze verschmutzte Sauerstoff hier, der gefällt mir auch nicht. Na doch, machen wir genauso. Gibt's einmal dann Lufterfrischer, dann bauen wir da einen hin, wir bauen hier einen hin. Okay, hier ist es jetzt dauerhaft zu heiß, um da irgendwas machen zu können. Wir werden es auch jetzt von hier noch nicht abtransportieren, aber ja, wenn wir da mal einen Schutzanzug haben, dann können wir das auch machen.
Hier können wir inzwischen auch einen Ziegel hinbauen, damit wir den Weg hier benutzen, der eigentlich der schnellere sein sollte. Hier kommt rein veredeltes Metall, Gold, hohe Priorität. Dann kann es hier eigentlich... Ach nee, es kann noch nicht losgehen, weil... hier noch nicht alles fertig ist, aber man sieht jetzt, glaube ich, schon, was es werden soll, ne? Dass wir hier ein bisschen weniger mit Brücken arbeiten. So. Und so. Eingang und Eingang. Das würde ich hier vielleicht noch mal eben sicherstellen, dass Sauerstoff, der an der Stelle einmal vorbei ist, dann auch bis nach oben hinläuft. Vielleicht müssen wir das dauerhaft dann mal umändern, wenn wir anfangen, Oxylit zu verbrauchen. Aber auf der anderen Seite, vielleicht schaffen wir es jetzt auch so viel hier zu produzieren. Zwei Tonnen ist das Maximum. Okay. Ich habe wohl vergessen, die Batterie hier einzustellen. 95,5. Gut, das läuft auch. Dann müssen wir hier nochmal wieder Ruinspuren beseitigen. Dann nochmal zurück aufs Rohöl. Wir haben jetzt hier natürlich noch ein bisschen was, was wir da wieder in den Kreislauf reinbringen können. Das werden wir auch tun. Ich würde aber trotzdem gleich anfangen, auch Rohöl aufzuwischen. Du hast hier gar nichts verloren. Der ärgert uns nicht mehr. Nämlich beispielsweise an Stellen wie hier. Ich weiß, dass es nicht viel Rohöl ist, aber wir werden das mal alles aufwischen. Hier ist es zum Beispiel schon zu viel, um es wischen zu können. Okay. Ob das reicht? Da können wir wischen, da können wir nicht wischen, da können wir nicht wischen. Nein, können wir immer noch nicht wischen. Schade. Okay, dann können wir den Ziegel da auch wegnehmen. Ach Mist, hätte ich hier mal vorher einen Wischauftrag eingestellt. Ja, müssen wir gleich mal versuchen, ob wir da einen Auftrag reinbekommen. Ich bleib mal kurz hier, wollte ich sagen, bis jemand kommt. Aber ich bleib wahrscheinlich nicht nur kurz hier, sondern einen Moment länger. Jetzt nicht den Moment verpassen, aber ich wechsle trotzdem noch mal kurz das Szenario. Können auch immer schnell reinwerfen. Oh, 3 Tonnen Dünger. Mensch, die kommen uns doch wie gerufen. Dünger drucken. So, ich zeige euch warum, weil wir können hier den Oxidator-Tank natürlich auch mit Dünger befüllen erstmal, und das machen wir dann jetzt auch. Plus die Petroleumleitung hier. Die sollte aus Obsidian gebaut werden. Ups. Dann hält die ein bisschen besser. Und nach da. Okay, ich habe den Zeitpunkt nicht verpasst. Sehr gut. Gleich sollte hier jemand auftauchen.
Da kommt die gesamte Truppe. Okay. Das war erstmal der Trupp zum Wischen. Jetzt kommen die zum Graben. Ja, das sieht danach aus. So. Und so. Dann können wir jetzt eigentlich da auch noch graben. Mit ein bisschen Glück kriegen wir das hier gleich alles aufgewischt. So, unabhängig davon. Ja, kriegen wir tatsächlich sehr schön. Gut, ich will nicht wieder in Kleingeisterei mit Wischen mir die ganze Zeit vertreiben. Was ist hier das Problem? Ah, der kriegt keine Beleuchtung ab. Sag mal. Warum wird mir das nicht... Ach so, wird es mir angezeichnet. Das ist natürlich blöd. Aber ich würde fast sagen, dafür baue ich jetzt nicht nochmal eine weitere Lampe hin. Dann graben wir die aus und pflanzen da keine ein. Wird hier gegraben. Ja, ich würde sagen, wir kommen hierher zurück. Zu einem späteren Moment. Erstmal ist ganz gut, dass wir da wieder ein bisschen Rohöl haben. Wir könnten das gleiche auch noch hier machen, plus hier unten, und ich glaube irgendwo hier, da ist auch noch ein kleines Ölbiom, aber mache ich vielleicht außerhalb der Aufnahme. So, die Leitung hier wird gebaut. Ist das hier jetzt im Betrieb? Ja. Okay, Sauerstoff ist hier. Ja, perfekt ist das nicht, was ich hier gemacht habe, ne? Könnten das Ganze auch noch mal verstärken, indem wir hier eine Gasbrücke ranbauen, das trennen und die Leitung da noch mit ranführen. Dann haben wir aus zwei Leitungen schon mal den Überschuss, den wir da dann benutzen. Und wenn ich das richtig sehe, könnten wir auch hier noch den Überschuss. Dann nehmen wir aus allen drei Leitungen den Überschuss. Das sollte dann doch halbwegs gut funktionieren. So. Wunderschön. Ich hätte halt gehofft, dass ich auch diesen Sensor bis 99.000 einstellen kann. Dass das jetzt nur bis 2.000 geht, das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber was wir natürlich machen können, wenn wir hier zusätzlich noch einen Lagerbehälter reinbauen, den wir dann, wo wir Oxylit immer reinpacken, dann haben wir 20 Tonnen, also 22 Tonnen insgesamt. Das wäre schon mal dann eher eine Menge, mit der ich leben könnte, muss ich sagen. Weil da werden schon große Mengen immer gebraucht in den Raketen, ne, was wir da verbrauchen. Das würde ich schon so machen wollen. So, gleich ist fertig, nämlich jetzt.
Naja, das ist viel besser. Da werden wir nicht ganz eine volle Leitung hinkriegen, aber wir werden schon relativ nah rankommen. Wir sollten schon da so jeder da oben auch weglassen. So, dann können wir da nochmal einen Aufräumbefehl geben, weil da kommen wir sonst später nicht mehr ran an das Zeug. Wie gehen wir dahin? So, dann kann sich das Ganze bis da verteilen und dann sollten wir das auch wischen können. So, habe ich irgendwas vergessen? Ah ja, wir haben tatsächlich was vergessen, nämlich die Küche. Da fehlt es noch an Licht. Danke auch für den Hinweis. Das kommt dahin, dann erreicht es alles. Und da können wir auch dann mit einem Duplikantensensor arbeiten. Und wenn einer von den beiden aktiviert ist, dann sollte das Ganze funktionieren. Ihr habt zu Recht auch darauf hingewiesen, dass das hier mit Chlorgas vielleicht nicht unbedingt die beste Idee war. Weil der bei minus 35 oder was war es? Müssen wir mal eben nachschauen. Wo haben wir denn Chlor? Nee, auch da nicht. Da ist Chlorgas. So. Wird flüssig bei minus 34. Also ist das, was ich hier eingestellt, ich brauche dafür nicht in die Pause gehen, das, was ich hier eingestellt habe, ein bisschen kritisch. Minus 30 könnte dann auch schon mal, machen wir mal minus 25, weil ich glaube, das reicht auch für tiefgekühlt aus. So, könnte jetzt gerade auch noch überlegen, dass wir den Bleichstein da noch wieder rausholen. Dafür brauchen wir hier mal kurz einen Lagerbehälter. Den hätten wir auch hier irgendwo hinbauen können, ne? Aber ich habe mich jetzt dafür entschieden. Kilogramm Gold, ja, schön. Zwar auch sehr heiß, aber naja. So, jetzt ist alles drin, lassen wir es wieder raus, zerlegen das. Mir alles auch, oder ist jetzt zum Beispiel tatsächlich noch Erde schlecht, irgendwas schlecht geworden an Nahrung. Das sollte aber in Zukunft eigentlich nicht mehr passieren, weil wir es dann schnell genug immer da rausholen, essen und ja. Das sind jetzt noch Anfangsprobleme. Gleich ein Duplikant kommt, sollte das reichen eigentlich, dass das Licht angeht. Ja. Sehr schön. Was liegt hier jetzt gerade rum? Knorpelbeere. Warum wird die Knorpelbeere nicht aufgeräumt? Ach so.
Ja, das ist natürlich Quatsch, was ich hier gemacht habe. Der hier sollte schon den erreichen können. Sonst bringt das ja alles hier herzlich wenig. Dass das hier alles manuell passieren muss, das ist natürlich Quatsch. So, dann müssen wir den noch einen rüberbauen. Nimm den hier wieder weg. Und an die Stelle, damit die Duplikanten da doch drüber herkommen, bauen wir eine Leiter. Nee, aber das ist ja doch Quatsch. Dann holt das da raus und packt es wieder da rein. Nee, das ist so Blödsinn. Das war schon richtig so, wie es war. Also, nee, komplett richtig war es auch nicht, aber wir brauchen im Grunde hier noch einen Arm. Der das Essen dann wiederum da oben reinpackt. Das fertig gekochte. Der nämlich da wiederum nicht ran kann. Dann haben wir einen, der es in den Kühlschrank packt, einen, der die Kochstation versorgt. Und einen, der das fertig gekochte da wieder reinbringt, damit es da ankommt. Ja. Ich habe auch von eure Tipps durchaus gelesen, die waren auch sehr praktisch. Wie man das auch anders hätte machen können. Ich habe mich jetzt für diesen Weg entschieden, werde da wahrscheinlich auch nicht mehr von abweichen. Es sei denn, ich stelle fest, okay, das ist vielleicht doch alles ein bisschen unpraktikabel, aber ja, schauen wir mal. Für den Moment komme ich da schon ganz gut mit aus. Das können wir einmal zerlegen. Das Buch brauchen wir nicht mehr. Aber ich bin noch ein bisschen überrascht. Ich habe die Pinscher-Pfeffernüsse hier nicht, weil ich die Kochzutaten nicht ausgewählt habe. Okay. Medizin können wir da eigentlich auch drin lagern. Also hier. Ne, können wir nicht, weil dann kriegen wir es nicht wieder raus. So, jetzt werden die Nüsse von hier aus auch darüber gebracht. Das können wir dicht machen. Das hier können wir ausgraben und ein bisschen Fleisch. So, zum Ende nehmen wir hier alles nochmal eben mit. Räumen hier nochmal die Tiereier raus. Plus hier, wobei diese Räume auch bald der Vergangenheit angehören, jetzt wo wir anderweitig Essen machen. Aber eigentlich können wir uns doch Folgendes nochmal anschauen. Wir müssten denen hier was anderes zu essen geben. Für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben, das sind vielleicht nicht viele, aber so ein paar werden es doch sein, nehmen wir hier mal was in Angriff. Wir müssen hier erstmal ein paar Pflanzen hinbauen. Ach, lauf doch weg, Mensch. Da ich nicht weiß, wie viele Pflanzen wir brauchen, packe ich hier einfach mal 8 Stück rein. Oh, achso, da geht's nicht. Na gut. Ja, auch wenn das jetzt wahrscheinlich hier zur Folge haben wird, dass da viel Wasser immer hingeschleppt werden muss. Verschmutztes Wasser, aber. Ja, Moment, das widerstrebt mir dann jetzt doch, wo ich das sehe.
Das werden wir hier nochmal eben zerlegen, laufender Stromkabel oder so her. Nee, tut's nicht. Und dann würde ich nämlich... hier nochmal eine Rohrbrücke in die andere Richtung bauen. Und dann arbeiten wir hier mit... mit hydroponischen Farmen. Weil dann können wir das Ganze auch automatisch versorgen lassen, ne? Das macht es ein bisschen einfacher. So, was es damit zur Folge hat. Manche werden das schon wissen, für die, die es nicht wissen, Auflösung folgt. In einer der nächsten Folgen. Wie bald? Ja, schauen wir mal. Aber so viel kann ich... verraten, es wird sehr süß. Na, da hat gerade noch mal jemand was fallen lassen. Das können wir auch wegräumen. Ja, ich gehe mal davon aus, der Rest bleibt auch in dem Raum drin. Und dann passt das hier schon. So, habe ich jetzt an alles gedacht oder fehlt immer noch irgendwas? Ich glaube, so sollte es jetzt besser passen. 500 Gramm Algen. Die nehmen wir, aber die nehmen wir hier. So, und dann machen wir Ende für heute. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Auch wenn es heute hier ein bisschen, da ein bisschen war. Also wildes... durcheinander kann man das Ganze auch nennen, aber trotz alledem kommen wir vorwärts. Und die ganzen Mehlaus werden jetzt nicht mehr gegessen. Entschuldigung, die sammeln sich an vielleicht. Ja, wir bauen vielleicht noch eine etwas größere Reserve auf, wo die... wo war noch gleich unsere Küche hier? Jetzt, wo sich das hier sammeln kann... Warum liegen denn hier nur 27.000 Kalorien, wenn wir hier 184.000 haben? Das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Ich wollte aber eigentlich nur mal eben auf die Temperatur schauen. Gekühlt, gekühlt, aber minus 6 Grad. Das wird tendenziell gerade wärmer, ne? Minus 5 Grad. Ah, das ist... unsere Leitung stand wieder. Ach so, ja, stimmt, da war noch eine Geschichte, die ich, ändern muss. Nämlich das hier müssen wir nochmal umbauen. Das ist auch noch falsch. Das stockt nämlich noch immer, weil das direkt hier dran ist. Also muss ein Feld mehr Abstand haben, dann dürfte das besser laufen. Sollte es zumindest. Schauen wir mal eben. Ne? Ja, jetzt tut es das natürlich auch. Weil wir hier keine Verbindung haben, aber es wird gerade nicht gekühlt. Jetzt fließt es gar nicht mehr. Oder strömt gar nicht mehr. Fließen, strömen Gase oder fließen die? Wer es weiß, darf es gerne in die Kommentare schreiben. Dann lerne ich auch wieder ein bisschen. Also ich lerne jeden Tag viel, aber... So, und jetzt haben wir nämlich, wollte ich sagen, das Problem nicht mehr mit der Stauung. Ne, haben wir tatsächlich nicht mehr, weil das, wenn sich das mal staut, dann staut es sich da und nicht mehr hier, was vorher zwischendurch mal der Fall war. So. Temperatur dürfte, ne, es steigt immer noch an unsere Temperatur. Kann das denn sein? Weil hier so viel Zeugs momentan ankommt. Das alles auf verschmutzte Erde liegt da drin.
die muss dann natürlich auch raus. Wie machen wir das denn jetzt? Würde ich wahrscheinlich irgendwo hier ein Transportsystem bauen, wo die Duplikanten nicht so oft unterwegs sind. Machen wir das doch hier. Und bis ich weiß, wo wir das Zeug hinschaffen, machen wir das einfach dorthin. So, Kühlung läuft wieder besser. Haben wir noch was, was da nicht reingehört? Ich guck grad nochmal. Ne, der Rest passt. Edgar, habe ich gerade gesehen, ist nicht hundertprozentig fit, aber fit genug, als dass ich ihn nicht bei 95% auf die Liege schicken kann. Dann lassen wir ihn auch mal. So, da wird das Ding jetzt gebaut. Dann stellen wir hier noch ein verschmutzte Erde. Achso, der. Ah, okay, ich hatte gedacht, der kommt da. Ja, dumm. Ich hatte die Vermutung, der würde da nicht herankommen. Ja. Müssen wir das natürlich nochmal umbauen. Vielleicht noch mal hergehen und die hier aus Keramik neu bauen. Das dürfte bei unserer Temperaturproblematik hier massiv helfen, oder? Also auch wenn sie nicht viel Temperatur austauschen aus Magmatit, ein bisschen ist es halt doch. Wie lange ist es her, dass ich Ende machen wollte? Eine Viertelstunde? So in etwa, oder? Aber ich sehe halt immer wieder Sachen, die ich dann doch gerne ändern würde. Dann haben wir da auch das gesamte Rohöl aufgewischt. Ah, jetzt ist da der Sauerstoff. Oh nein, das ist nicht wahr, ne? Das ist jetzt nicht wirklich passiert. Okay, dann versuchen, machen wir hier jetzt mal einen Versuch. Den bringen wir wahrscheinlich nicht mehr heute zu Ende, aber wir fangen ihn heute an. Vielleicht bringen wir ihn heute doch zu Ende. Mal gucken. Schauen wir mal, ob wir diesen Fehler reproduzieren können. So, sehr schön. Jetzt haben wir hier Wasserstoff, den ich hier gerne entladen würde. Ich verstehe zwar gerade nicht, warum das jetzt nicht gemacht wird, aber gut. Hallo. Bringt doch mal bitte jemand den Wasserstoff hier hin.
So, da sind die ersten 25 Kilogramm. Das reicht wahrscheinlich schon. Das reicht ziemlich sicher sogar schon. So, jetzt wollen wir hoffen, das wird da oben. Also wir müssen hier so viel haben, dass wir hier quasi in dem gesamten, ja perfekt, gesamten Bereich Wasserstoff haben. Dann bauen wir den jetzt nochmal wieder um auf irgendein anderes Metall. So. Und dann hoffen wir, dass dieser Austausch, der hier gerade mit Sauerstoff und Chlorgas stattgefunden hat, jetzt in umgekehrter Dings nochmal passiert. Ist immer noch Sauerstoff. Das ist klar, dass das jetzt nicht normal passiert, ne? Och Mensch. Na gut, dann machen wir es noch anders. Wir zerlegen den, alles fällt raus. Da oben sammelt sich Wasserstoff. Wir machen es wieder dicht. Wir machen es wieder dicht. Wir machen es immer noch wieder dicht. Ich schaffe das noch, die Stunde voll zu machen. Ja, also immerhin das Material schon mal da. Jetzt hat auch jemand den Bauauftrag bekommen. Sehr schön. Wird die ganze Nahrung da wieder hochgebracht, wobei die schon fertig ist. Die Knorpelbeere wird hier jetzt wahrscheinlich liegen bleiben. Wann nicht? Können wir auf. Also was wir auf jeden Fall jetzt haben sollten, ist hier Wasserstoff drin. Sehr schön. Warum der sich jetzt immer noch nicht so richtig abkühlt? Kann ich nicht verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt probieren wir mal was. Wir trennen jetzt mal da die Verbindung, dass da nichts Neues mehr reinkommt. Und jetzt müsste es sich doch hier abkühlen, oder? So richtig tut es das nicht, wenn ich die ja doch so, ja, aber es ist eher sehr schleppend. Ich hatte überhaupt eine Pinscher Pfeffer noch. Ob das mit Gasen so viel schlechter funktioniert als mit Flüssigkeiten. Es ergibt fast, also es erweckt fast den Eindruck. Ich schaue mir das bis zum nächsten Mal nochmal an und gegebenenfalls ändern wir das dann nochmal. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet, muss ich sagen. Das ist echt überraschend. Gut, aber jetzt kommen wir dann wirklich mal zum Ende. Ich mache nichts mehr. Maus und Tastatur oder Hände weg von Maus und Tastatur und dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.